komme ich zum nächsten Punkt, dem Long Bias. Viele Investoren bzw. die vorherrschende Denkweise an den Märkten ist, dass eine Aktie theoretisch unendlich steigen kann. Theoretisch bis auf 1.000, 2.000 Euro. Warren Buffetts Aktie kostet, glaube ich, über 100.000. Ergo, wenn ich Aktien shorte, also leer verkaufe, ist mein Verlustpotenzial also wesentlich höher, weil er theoretisch die Aktie unendlich steigen kann. Wenn ich hingegen eine Aktie kaufe, kann die maximal auf Null fallen. Das heißt, mein theoretisches Verlustpotenzial ist ja eigentlich begrenzt. Ja? Das ist die vorherrschende Denkweise am Markt. Deswegen ist auch der Long-Only-Ansatz so populär unter der klassischen Investorengemeinde. Ein typischer Anleger heutzutage, der typische Investor, hält in der Regel nur Long-Positionen. Viele Vermögensverwalter und Fonds, die dürfen sogar nur Long-Positionen eingehen, sind also von Short-Positionen zu, ja, per Dekret verboten. Warum? Der Long-Only-Ansatz wird in der Regel für risikoloser erachtet als das Leerverkaufen von Aktien. In der Realität sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Sie als Trader wissen, dass Sie einen Stop-Loss benutzen. Von daher sind im Prinzip die Gefahren für Long-Positionen etwa gleich wie die für Short-Positionen. Das heißt, sogar die Risiken sind in meinen Augen in bestimmten Marktphasen auf der Long-Seite wesentlich größer als auf der Short-Seite. Zum Beispiel haben wir jetzt in den vergangenen Monaten eine Abwärtsphase gehabt. Und da gibt es natürlich dann sowas wie bei LinkedIn, die am 4. Februar war das ja, bei 192 Dollar geschlossen hat. Nachbörslich kam das Unternehmen mit Quartalszahlen. Die waren im Prinzip im Rahmen der Erwartungen, aber der Ausblick hat der Analystengilde an der Wall Street nicht besonders gefallen. Der war nämlich unter den Erwartungen. Was ist passiert? Die Aktie öffnete am nächsten Tag knapp 70 Dollar tiefer und fiel danach noch weitere 20% bis auf über 100 Dollar von 192 vor den Quartalszahlen. LinkedIn ist das kein Einzelfall. Die gleiche Bewegung gab es schon ein Jahr zuvor. Die Aktie fiel im April 2015 über 25%, nachdem die Quartalszahlen leicht unter den Erwartungen kamen. Der Umsatz, die Umsatzprognose wurde von 2,95 Milliarden auf 2,9 Milliarden runtergeschraubt. Führen Sie sich das mal vor Augen. Das Unternehmen hat also einen Umsatz von 2,95 Milliarden. Okay, nächstes Jahr 2,9 Milliarden. Über Nacht ist das Unternehmen 25% weniger wert. Das heißt, die Abwärtsrisiken sind also auch durchaus auf der Long-Seite sehr groß. Wohingegen zum Beispiel bei positiven Überraschungen diese Kurslücken, die Sie hier sehen, nach oben in der Regel nicht so hoch sind. Von daher, das Halten von Long-Positionen ist in meinen Augen mindestens genauso riskant wie das Leerverkaufen von Aktien. Berücksichtigen Sie dies als Trader für Ihre Trading-Entscheidung und gehen Sie auch mal short, ja, das ist ganz wichtig. Im Zuge dieser Vorbereitung für diesen Vortrag hier habe ich mal mein eigenes Trading im Forex-Handel angeschaut und habe festgestellt, dass auch ich diesen Long-Bias habe. Also es gibt wahrscheinlich tatsächlich diesen Long-Bias, dass man sich als Mensch, sag ich mal, wohler fühlt mit Kaufpositionen als mit Verkaufspositionen. Sie sehen hier die Trades, die ich seit Anfang Januar gemacht habe, 156 Stück an der Zahl. Und ich habe tatsächlich 58 Short-Trades gehabt und satte 98 Long-Trades. Das heißt, für jeden Short, den ich gemacht habe, habe ich 1,7 ungefähr Long-Trades gemacht. Das heißt, auch ich habe diesen Long-Bias, habe ich festgestellt. Ja, nicht der einzige wahrscheinlich. Was ist hier festzuhalten bei dem Long-Bias? Ein erfolgreicher Trader ist also sowohl in der Lage, Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Und er hat in der Regel keinen Long-Bias, beziehungsweise arbeitet daran, sich diesen abzutrainieren.